So, dann wollen wir mal kicken, was die Katze uns heute vor die Tür gelegt hat, wa? Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin's, euer Giga Greevy von Giga Labastia, dem klein bescheidenen Hort rund um die Welt von Pokémon. Ja, ihr Lieben, da wollen wir mal schauen, was die Katze uns heute vor die Tür gelegt hat. Ich kann euch schon mal sagen, was die uns vor die Tür gelegt hat, die Katze. So, nämlich. Top-Trainer-Box. Verstehst du, wa? Silberne Sturmwinde. Ja, wer jetzt nicht weiß, was das mit dem Intro sollte, dann hat er wahrscheinlich keinen Che Krömer geguckt. Grüße bitte an Kurt Krömer, der wird das Video niemals sehen, ist aber auch nicht so schlimm. Bin großer Fan seines Werks und Schaffens gewesen, habe auch Che Krömer sehr gern geschaut. Am Montag gab es die offizielle Mitteilung, also am, Moment, schauen wir mal eben ganz kurz, am 5. Dezember, dass es mit Che Krömer nicht weitergehen wird nach der Beendigung der Staffel, aber es hat sich auch schon ein bisschen angebahnt. Der ist so ein bisschen des Formats überdrüssig geworden, der Künstler hinter der Kunstfigur. Aber so ist es. Ich bin auf jeden Fall Silberne Sturmwinde noch nicht ganz überdrüssig geworden, warte allerdings derzeit auf eine Stadionbox. Und bis die eintrudelt, habe ich mir gedacht, na komm, machst du nochmal irgendwas zur aktuellen Erweiterung, denn das ist Silberne Sturmwinde nochmal, nun mal. Ich weiß, viele YouTube-Kollegen packen aktuell Vista Universe aus, aber ich habe noch kein Display davon, beziehungsweise ich habe ja auch noch nie ein japanisches Display gehabt, deswegen überlege ich mir noch, ob ich mir da was bestelle. Noch sind die Preise recht hoch und ja, dann kommt ja auch bald schon Zenith der Könige raus. Insofern denke ich, sind wir mit Silberne Sturmwinde ganz gut beraten. An dieser Stelle verweise ich natürlich auf unsere allererste Top-Trainer-Box von Silberne Sturmwinde. Falls ihr das Opening verpasst habt, schaut euch das doch ganz gern nochmal an. Da habe ich auch ein bisschen erklärt, ob sich so eine Box lohnt und wenn ja, für wen und was sie so kostet. Ich habe die hier im Internet sehr günstig erstanden, sag ich mal. Und habe natürlich jetzt auch schon jede Menge Booster ausgepackt von Silberne Sturmwinde. Deswegen muss ich hier gar nicht groß reinschauen. Ich muss aber sagen, ich mag diese Hüllen sehr. Packen wir hier weg. Die andere steht schon hier noch. Da habe ich schon einige Karten einsortiert, der ganze Balk. Und hier sind sie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Booster gibt es. Und ich sag mal so, es gibt einige Chase-Karten, die ich mir noch wünschen würde aus dieser Erweiterung. Zum Beispiel natürlich Siegfried und Serena als Full Art. Ich bin ja großer Unterstützer, Full Art-Fan. Aber auch eine Incognito Alt Art oder natürlich Lugia Alt Art wären ebenso der absolute Hammer. Die erste Top-Trainer-Box von mir, die hat gar nicht so krass gegönnt, muss ich sagen. Es gab zwei V-Star, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Natürlich trotzdem erstmal ein schöner Start in die Erweiterung gewesen. Aber ich hoffe, dass wir hier vielleicht sogar mit einem Hit mehr rausgehen können. Legen wir los mit Regieleki und natürlich dürft ihr schon jetzt ganz gern mal einen Like da lassen. Abonniert doch ganz gern mal den Kanal, falls ihr ganz neu auf das Video hier gestoßen seid. Würde ich mich sehr freuen, denn wir klettern momentan wieder ein bisschen zum nächsten Meilenstein. Energiekartenraten ist natürlich wieder angesagt oder auch nicht. Es ist eine V-Star, Leute. Und ich sehe, die Karten haben ein bisschen was abbekommen, aber das Centering von der seltenen zumindest sieht ganz gut aus. Gehen wir rein in Booster Nummer 1. Das Common Set von Silberne Sturmwinde, das habe ich jetzt schon fast vollständig. Da würde mich mal an dieser Stelle interessieren, an euch ihr Lieben, habt ihr denn mittlerweile noch Karten, die ihr unbedingt braucht aus diesem Set? Oder seid ihr soweit bedient und wartet jetzt nur noch auf Zenith der Könige? Das scheint ja richtig durch die Decke zu gehen. Serena ist unsere Reverse und die erste seltene Karte aus diesem Opening hier. Der Trommelwirbel läuft bereits. Ist ein Isuya Kani als Full Art Karte. Wie geil ist das denn? Das ist ja ein mega guter Hit. Direkt eine Full Art noch hier mit reingeknallt. Hisui Arcani, wie Arcani, ein unfassbar schönes Pokémon. Und guckt euch das Centering an. Ich hatte es vorhin schon ein bisschen gelobt. Sieht sehr, sehr gut aus. Kein allzu starkes Whitening hier an den Seiten. Boah, ist das schön. Und die hatte ich auch noch nicht. Das macht es ja gleich viel besser. Richtig top. Auch die Corners gefallen mir. Schön abgerundet. Da kann man wirklich nicht meckern hier bei dieser Karte. Unaufhaltbare Macht. Beliebig oft während deines Zuges kannst du eine Kampfenergie von einem deiner anderen Pokémon auf dieses Pokémon verschieben und es beherrscht die Attacke Steinkugel. 90 Schaden plus für jede an dieses Pokémon angelegte Kampfenergie 30 Schadenspunkte mehr. Das ist natürlich heftig. 4 mal 3 sind schon 120. Das heißt, ihr macht 210 Schaden
Nur für diesen einen Angriff. Ich meine, gut, 4 Energiekarten sind es trotzdem, ne? Aber das ist schon nicht übel. 230 KP hat Hisui Akani. Schöne Karte. Ich muss gestehen, dadurch, dass die Wolle, nenne ich es mal, das Fell, so dunkel ist, erkennt man sie meistens nicht so gut, die Karten. Aber sehr, sehr geiler Hit und vor allem ein fantastisches Centering hier aus dieser Top-Trainer-Box. First Pack Luck, Leute! First Pack Luck, was willst du mehr? Vielleicht ja noch einen zweiten Hit aus Regidrago. Man weiß es nicht. Aber das ist schon geil. Also silberne Sturmwinde. Ich muss sagen, ich habe festgestellt, dass ich irgendwie verlorene Ursprung mehr mochte als silberne Sturmwinde. Oh, hier ist ein bisschen Whitening. Kampfenergie. 3, 2, 1. Kampf oder nicht. Ach, Feuer. Aber es gibt immer noch einige Karten, wo ich sage, yo, das ist es. Und man muss ja auch eins dazu sagen, das bestimmt ja derzeit die Meta, ne? Also das Lugia-Vistas-Deck, das dominiert ja gerade die kompletten Meisterschaften, die man irgendwo sehen kann. Das ist schon irre. Hätte ich nicht so erwartet. Finks und Weberak. Jetzt kommt, glaube ich, die Reverse. Ist nur ein Fanpi. Und die zweite seltene Karte. Trommelwirbel. Kriegen wir noch was? Ach, nee. Ist nur Frostetje als Regular Rare. Die haben wir jetzt auch schon, glaube ich, 2-3 Mal gezogen. Ungefähr so. Ich glaube auch noch als Reverse. Wie gesagt, Lugia derzeit nicht zu stoppen. Ich hoffe, Vulpix ist jetzt auch nicht zu stoppen. Das packen wir nämlich jetzt aus mit der Psycho-Energie. 3, 2, 1. Oh, gutes Omen. Gutes Omen oder nicht? Kommt jetzt hier schon der nächste Hit? Vielleicht auch eine schöne Trainer Gallery Card, würde ich auch feiern. Und den hier brauche ich als Full Art noch. Oh, es gibt ja auch die Hytera V-Karte als Trainer Gallery Card. Die brauche ich auch noch unbedingt. Die würde ich mir sogar kaufen. Oh, Glitzerz? Nee, ich glaube, das war nur... Das war die Karte, oder? Das war, ja, Relikant war das. Crazy. Ah, schade, nur Vulpix. Aber kommt hier noch was? Erstmal übelst fette Printline, Alter. Trommelwirbel. Trommelwirbel. Ah, Hutsasa. Hutsasa als Regular Rare. Die kennen wir auch schon. Du, 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 du. Lugia ist am Start sein, tun, dürfen, müssen, haben, können. Hallo, geh auf, jetzt. Und wir schauen natürlich nicht auf die Codekarte, ist ja ganz klar. Denn wir wollen uns ja nicht spoilern lassen. Und ich sage Elektroenergie. 3 zu 1. Ratet wie immer gern mit. Ach Mist, das wäre mein zweiter Tipp gewesen. Naja, weil ich an Dings denken musste, an Lugia. Süße Vulnona-Karte, Lepomentas, Hypno, alles Karten, die wir schon gesehen haben. Da ist keine Überraschung mehr hier mit dabei. Aber vielleicht kommt jetzt der nächste krasse Hit aus der Top-Trainer-Box. Es ist nur eine Uncommon Reverse und die seltene Karte in diesem Booster ist Trommelwirbel. Oh, Ariados Holo. Das ist was, das nehme ich ganz gern, denn die hat mir noch gefehlt tatsächlich. Verborgene Fäden. Die Kosten der Attacken von Pokémon Vista des Gegners erhöhen sich um 1. Und du kannst immer nur jeweils eine Fähigkeit davon einsetzen, ist klar. Und Durchbohren macht 50 Schaden. Schöne Holo-Karte. Richtig schönes Artwork. Ich bin auch ein Fan von Ariados, muss ich sagen. Habe ich jahrelang ignoriert und dann bei Herzgold, beim Remake der zweiten Generation, da habe ich es in mein Team geholt und seitdem habe ich was übrig für Ariados. Also sehr, sehr schönes Pokémon hier und auch wirklich toll in Szene gesetzt hier bei diesem Spinnennetz auf der Karte. Sehr geiles Artwork, gefällt mir. Okay, Leute. Ich bin bereit für den nächsten Hit. Hier könnte doch was drin sein jetzt. Regieleki. Wie wäre es zum Beispiel mit einer meiner Chase-Karten mit Hytera? Das wäre doch geil. Hä? Eine schöne Trainer-Gallery-V-Karte würde ich feiern. Ich sage Feuerenergie. 3, 2, 1. Es ist Unlicht. Haben wir eine Trainer-Gallery-Karte mit Unlicht? Haben wir eine seltene? Haben wir da, was haben wir denn da? Skuntank. Skuntank, Alt Art. Wäre auch geil. Schauen wir mal, was wir beziehen können. Glibunkel ist schon mal Unlicht. Monozyto mit dem süßen Snomnom auf der Parkbank. Jetzt kommt, glaube ich, die Reverse. Es ist wirklich eine Trainer Gallery Card, aber es ist Altaria und die haben wir tatsächlich schon gezogen. Das ist natürlich ein kleines bisschen ärgerlich, aber es ist trotzdem eine bildschöne Karte, ein wunderschöner Hit und das Centering ist soweit auch ganz in Ordnung. Ist es... Ja, das ist wirklich mehr als in Ordnung, das kann man so nehmen. Also von daher, tolle Karte, kann man nicht meckern. Wäre aber schön gewesen, wenn es eine andere gewesen wäre, aber egal. Wir schauen mal, vielleicht haben wir einen Doppelhit. Trommelwirbel, haben wir einen Doppelhit? Ja, nein, vielleicht? Nee, es ist nur ein Hisui Washaquil. Oder im Anime wird sagen die, glaube ich, Washaquil. Wird so richtig Shane Americanisch ausgesprochen. Aber hey, immerhin wirklich ein Trainer Gallery Hit. Den habe ich ja schon so halb gecallt. Bis jetzt ein Holo
und eine Full Art. Die Full Art ist natürlich geil, keine Frage. Ich sag mal so, wenn wir jetzt noch hier schön mit der Elektroenergie einen geilen Hit landen, 3, 2, 1, Pflanze, dann wäre das doch sauber. Donphan. Erstmal muss ich auch sagen, das Centering der Karten hier überrascht mich. Viel besser als in meinem Display. Finde ich sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass es dann in der Stadionbox ähnlich gut weitergeht. Die werde ich auf jeden Fall noch auspacken, Leute. Wie gesagt, ich habe sie noch nicht bestellt für Mikula Reverse. Aber sobald ich das kann, gibt es natürlich dann auch hier demnächst das Opening zu der Stadionbox. Und wir haben noch eine seltene Karte. Komm, jetzt nochmal ein kleiner Burner. Nee, das ist eine Regular Rare, ein Gardevoir mit extrem schlechten Centering. Das ist nichts gewesen. Das war wirklich kein gutes Booster. Also zwei haben wir noch. Ich habe ja gesagt, ach nee, warte mal, wir haben eine Trainer Gallery. Entschuldigung, die habe ich jetzt ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Also wir haben die Full Art, Trainer Gallery und eine Holo-Karte. Wir hatten da schon in der anderen Top-Trainer-Box zwei V-Star, ne? Das war ja auch nicht so übel. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Hit vielleicht. Hm? Hulpix, hast du Bock? Schauen wir mal nach. Was nehmen wir? Stahlenergie hat man noch nicht. Stahl, 3, 2, 1. Was ist mit dem Centering? Oh Gott. Oh Gott. Jetzt kommt Elektro. Jetzt muss es auch kein krasser Hit, glaube ich, werden. Trainer Gallery könnte krasser Hit sein, bitte. Ich glaube, da ist das Centering noch okay. Aber bei der seltenen sah das Centering ja echt nicht gut aus. Haspirohr, Traumato. Och nee, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Leute, ich weiß nicht, ob ihr mein Display-Opening gesehen habt. Wir hatten in meinem Display zweimal strahlendes Fouillal. Und jetzt ziehe ich die einmal ein drittes Mal. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Kriegen wir einen Doppelhit? Kriegen wir noch irgendwas Schönes hinterher? 3, 2, 1, let's go. Nee, Victini Regular Rare. Oh nee, als ob, joppi. Einfach dreimal strahlendes Fouillal. Weißt du, ich will unbedingt Simsala haben. Das ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Hallo, guck mal, die Kamera will nicht mal scharf stellen. Jetzt haben wir's. Naja, das Centering ist wenigstens okay. Unten ein bisschen dicker als oben, aber ansonsten, es ist schon okay. Dann wird's halt Lugia jetzt richten. Ich meine, von den Hits her ist ja in Ordnung, ne? Wir haben eine Trainer Gallery Card, Full Art, ein Shiny, Holo. Also, vielleicht, ja komm, vier Hits. Nee, also dreieinhalb. Ja, da war jetzt nicht meckern eigentlich, ne? Das ist ja trotzdem voll solide. So, Pflanzenenergie nochmal zum Abschluss. 3, 2, 1. Ach, Kampf. Okay. Der V-Mann-Schutz ist wieder mit am Start. Mizunder, Dragonier, Flauschling, Garstella, Servol. Okay, jetzt nochmal schönes Last Pack. Lack, blättriger Tarnponcho und die seltene Karte im allerletzten Booster für diese Top-Trainer-Box, meine Lieben, ist Viridium als Regular Rare. Die haben wir auch schon gezogen. Und das Centering hier wieder ganz schlecht. Da habe ich einmal gelobt, das Centering. Und dann kommt sowas bei rum. Schade. Das ist okay gewesen. Also die Hitrate war voll fein, ne? Da können wir gar nicht meckern. Wir haben Shiny bekommen. Wir haben hier eine schöne, wirklich schöne Full Art gekriegt. Richtig geil. Und eine Trainer Gallery Cards. Da. Zack. So, und noch die Holo. Also drei feste Hits und noch ein halber obendrauf aus 8 Boostern. Das ist mehr als fein, denke ich. Ärgerlich ist natürlich, dass ich die beiden Karten schon hatte. Also hier tut es mir halt besonders weh, ne? Dass ich jetzt dreimal Fouillal habe, ist schon ein bisschen ärgerlich. Aber hey, geile Full Art auf jeden Fall. Ariados Holo hat mir auch gefehlt, da freue ich mich sehr. Jetzt habe ich schon Bock auf die Stadionbox, muss ich sagen. Jetzt kribbelt's schon wieder. Leute, wenn es euch gefallen hat, dabei gewesen zu sein hier, dann unterstützt mich doch bitte mit einem Kommentar. Zum Beispiel, was fehlt euch noch? Wollt ihr selber euch auch noch ein paar Top-Trainer-Boxen oder Stadionboxen holen? Oder sagt ihr, ach nee, wisst ihr was, ist nicht so schlimm. Ich kann auch erstmal skippen und dann mache ich bei Zenith der Könige richtig einen Durchdreher. Schreibt es mal in die Kommentare, lasst ein Like da und falls ihr ganz neu dabei seid, wie gesagt, gerne abonnieren, würde ich mich ebenfalls freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin. Euer Giga Greevy von Giga Labastia. Ciao, ciao!